Ich glaube, es ist mal wieder Zeit, dass wir ein bisschen fischen gehen. Ich gucke jetzt mal in den Trophäenraum. Da werden wir so viel dazu gemacht. Dübel, ziemlich groß. Massiver Huchen. Ich glaube, das war mein größter Fisch, 42 Kilo. Am Uwak-Fluss. Felsbarsch. Jetzt kommen hier die Makrele. Zander. Mensch, was ist los hier? Und noch eine Goldmakrele. Was haben wir hier hinten? Jetzt schon voll. Oh, guck mal, ist auch ganze Menge. Wird so langsam, aber da hinten ist noch fast mehr. Einzelner kleiner. Das ist doch die Wälze hier, ne? Hauptwälz. Ein afrikanischer. Aus Sambesi haben wir den. Tigersammler. Salmler. Der Raubfisch. Und wahrscheinlich ein Kundu-Wels da oben. Ah, wird so langsam. Immer mehr. Ah, läuft. Okay, dann lass uns mal. Ich würde mal sagen. Menge. Hier waren wir. Pinas Bay Ozean. Also hier kommen die Schwertfische her. Die Marlin. Pinas Bay liegt an der südlichen Küste von Panama in der Provinz Darien. Es handelt sich hierbei um eines der faszinierendsten Angelgebiete in Panama. Über 200 Weltrekorde. Das haben wir schon gelesen. Die Bucht selber ist klein und eng umgeben von der Küste. Die Artenvielfalt auf diesem Gebiet ist verblüffend. Schwertfische, Speerfische, Goldmakrelen, Barracudas und viele mehr. Barracudas? Die haben sogar eine Liste. Kariba. Ah ja, das war die in Zambezi. Warum heißt sie jetzt Kariba? Hieß, achso, das waren die Sambesi-Zitterwälze. So, Grönland. Machen wir hier hin. Lachs, Kabeljau und so weiter. Komm. Gestreifter Seewolf. Was immer das ist. Ich hab Capture-Buffer. Panik. Okay. Das ist Grönland. Okay. Dänemark. Auf jeden Fall schöne bunte Häuschen. Kann ich hier hochlaufen? Hallo? Ich dachte gerade, was fliegt. Oh, guck mal. Ja, was fliegt denn da? Ganz schön große Vögel. Glitschen. Kann man nicht hochglitschen. Okay.
kann mich frei bewegen, ja? Das ist alles Eisenschild und das auch noch schief angeklebt. Oh Mann, was für eine Sicherheit. Diese Dänen. Ich glaube auch mit denen kannst du es ja machen. Mit den Dänen. Okay. Ich glaube von Otto. Denen glaubt man nicht, oder wie war das? An denen lügt man nicht. Denen lügen nicht. Ah, so war das, genau, von Otto. Und dann sagst du, ja, dann dachtest du, mit denen, mit denen kannst du es machen. Aber denen lügen nicht. So. So, okay, geht das. Hier ist das Wasser. Doch, doch. So, Ente. Ah, da ist diese schöne kleine Brücke da. Dann sind wir auch mal rüber. Ein richtig großes Dorf, ja. Leider keiner unterwegs. Also hier ist noch Leute. Aber oh gut, das wäre natürlich jetzt ein bisschen zu viel, wenn man hier jetzt noch Tagesgeschehen einbringen würde. Eigentlich geht es ja auch in das Dorf. Um die Fische im Wasser. So, ja, ich habe ja hier die Mod. Das heißt, ich kann jetzt endlich meine Skillpunkte hier verteilen. Und ein bisschen Jagdtrieb. Oh, ganz kleine hier, lauter kleine. Lass uns doch mal die kleinste nehmen. Was gibt's hier nochmal? Lachs Kabeljau. Kabeljau, D-Skorpion, Lotte, Seehase. Nein, Kabeljau. Lotte auf jeden Fall. Ja, machen wir das. Okay, lass uns mal. Lass ich den schon mal weg. Das ist meine ganz kleine. Scheibe ist. So. Dann gehe ich mal auf Fliege. Was haben wir hier? Was für, oh, Lachs. Ja. Seehasen, Seewolf. Ich lasse das mal so dran. Ich weiß nicht, was ist. Warum ist das der, den wir gerade drauf haben? Keen Eye of Fly, ja, das ist ja. Ich mach den mal klein auf 4. Auf dem Ständer ist. Jetzt wenn ich den nicht, wenn ich mich noch bewege. So, ein Tritt. Ja. Wenn wir die beiden Ständer draußen. Oh shit. Oh, da was gefangen. Komisch, schon wieder ein neuer für unsere Sammlung. Wie sah das aus? Ein Seehase. Was hat der denn für einen Rücken hier?
Ganz komisch. So abgehackt hier. In Seehäuser. Na gut. Schick. Ist nur alles verfranst hier hinten. Das ist komisch. Seltsam. Alle Seehasen hier oder was? Oder was ist das auf jeden Fall einer da? Ja, auch die ganzen kleinen Sorten und Arten fangen, ne? Siehst du, Tiefenrot-Barsch. Boah, krass. Der ist echt rot. Tiefenrot-Barsch. Der sieht ja aus. Oh. Okay. Interessant. Ich glaube, das Wasser noch hier, mehr sind hier nicht. Ich versuche mal in dem größeren. Das war. Hier hin. Stimmt, da hinten ist auch ein Boot. Was ist das? Ich kann hier aber meine Ständer nicht aufstellen. Und hier sind die auch alle nah dran. Alles kriegen wir überhaupt irgendwas Größeres hier. Versuchen wir uns mal. Ja, da war was Größeres. Nehmen wir die zwei. So, lass mal eben gucken. Was haben wir hier? Lodde. Kabeljau Lachs. Lodde, Kabeljau Lachs. Die Welt, so, das war schon spannend. Mhm. Das ist ein antischer Lachs. Langsames Schleppen, das ist gut, das kann ich. Auch alles langsames Schleppen. Langsames Schleppen. Heilbutt. Was ist die Lotte? Wie groß wäre die? 25 Kilo. Aber nur 25 Zentimeter. Auch langsames Schleppen. Also, muss dann den richtigen Köder haben, ja? Kabeljau, ja, passt. Aber jetzt noch hier. Geht schon los. Jetzt die Fliegenfisch. Ja, man, die damit rauskriegt. Kommt drauf an, wie groß die sind. Momentan geht es. Das war schon 80 Meter. Ui. Und steigen. Ja, mit der kann ich da überhaupt nichts gegen machen.
90 Meter. Fast so schlimm wie Graskarpfen. Kann man nur langsam eindrehen hier. Ich mach das mal ein bisschen langsamer. Der geht immer zur Seite oder so, ich weiß nicht, was die machen. Und man dreht ein bisschen und dann geht's bang, 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 rot, rot, rot. Das ist ganz vorsichtig hier. Passt immer noch zu schnell, das muss ein ganz langsamer Fisch sein. Und hier das? Geht ruckzuck ins Rohen. Guck mal, was das ist. Ist so einen halben Meter unter Wasser, aber 25 Meter weit weg. Okay, ist nicht so klein. Ich glaube, das sind diese 25 cm, 25 Kilo Dinger. Wie hießen die noch? Lotte? Ne, Kabeljau. Hey, mein erster Kabeljau. Schicker Fisch. Ohne 4,5 Kilo. Oh, schicker Fisch. Sehr gut. Wieder raus damit. Upp. Zack. Klappt. Läuft. Die weg. Ziehen wir die rein. Hier langsames Schleppen einfach. So, gucken, was passiert. Boah, schon 4,5 Meter tief. Boah, ich geh doch ab, die Angel. Ich glaube, man kann keine zwei Sachen fangen. Oh, guck mal, wie der ausflippt. Was ist denn das? Oh, ich war abgedreht, der 115 Meter. Voll durchgedreht, die Angel. Ausgeflippt. Ganz langsam wieder. Hier über 120 hier. Ja. Wahrscheinlich wieder Kabel hier auf die Verstärkung. Na, 30. Schwimmt immer noch weg, oder? Komm her hier. Dreh um. Kackfisch. So, jetzt dreh um. Einfach noch mindestens ein, zwei Level. Wir brauchen Fische, die richtig Erfahrung geben. Aber dann. Das dauert natürlich ewig, die hier wieder reinzuholen, wenn die 100 Meter weit wegschwimmen, ne? So, jetzt aber zügig reinholen. Naja, so schnell wie auch hier kommen. 90 Meter immer noch.
sehe ich. Ich glaube, mit dem Kunstköder oder mit dem Köder hier kann man auch eine ganze Menge unterschiedlicher fangen. Nicht nur Kabeljau. Dann machen wir den Köder einfach mal größer statt 4 und immer auf 6. Und nur noch die dicken. Oh, jetzt will er wieder. Gib auf. Ja, ich glaube, das ist der gleiche. Ja. Ja, pass auf, wir machen den mal größer. Mach mal 7, ich bin mal nicht ganz regiert. War ich schon voll der Haken, guck mal. Was haben wir hier? 6. Okay. Hier wollten wir langsam schleppen. Kann doch nicht angehen, oder? Ich muss auch wieder raus. Ich weiß ja, wie bekloppt hier. Der will aber noch. Der will noch nicht zurückkommen. Dann mach ich den auf 9, ist mir egal. Mach ich den auf 9. Guck mal, ob es hier 9er Kabel hier gibt. Auf Grund? 95 Meter am Grund. Nur was testen. Man kann sogar Hunter erwischen am Grund, ne? Beim Angeln. Das sollte eigentlich nicht gehen. Oh, der kommt einfach nicht ran. Ganz langsam. 80 Meter. Da hinten Buschlöcher. Oh, ist das da? Ach ne, vorne rechts haben wir noch ein großer. 40 Meter. Ja, das eine die Mods, dass ich im realistischen Boot die Hunterwischen anmachen kann. Ein Skill. Das ist nicht normal. Also nicht im allgemeinen Spiel. Mach das auch nur zum Spielen, nicht um zu gucken, ob da ein Fisch ist. Was halt ein cooler Effekt ist. Ja, ist auch wieder Kabeljau, ne? Jetzt ist er wieder weg.
Jum. Oh. 28 Meter. Komm her jetzt. Jetzt kommt er. Ganz genau. Wir sind immer noch in die falsche Richtung, der blöde Fisch. Hier ein bisschen entgegenkommen. Oh, ein atlantischer Kabeljau, das ist neuer. Oder nicht? Oder hatten wir den? Weiß ich nicht. Sieht ungefähr genauso aus. Komm, den hatten wir. Aber 98, fast ein Meter. Ganz schön dick für das wenig Gewicht. Okay, gut, wir wollen jetzt wollen wir es wissen. Also ein paar Meter braucht man ja immer, bis die Ködermethode so einsetzt. Was haben wir hier? 6er Haken. Ist das ein komischer? Das waren diese roten Barsche. Wieder reinballern. Nein, nein, das ist jetzt für meinen Köder. Ah, da bewegt sich was, das ist eine Welle. Könnte auch mein Kühler sein, ja. Das ist auf die andere Seite.
ganz, ganz viel Fisch. Rausholen. Ich kann ja auch die kleine, wo die Lotte haben wir schon und den Krams. Die kleine noch mit reinwerfen. Wie meines Kabeljau hier, ne? Oh, da war's. Ja, die Angel hier, die ist natürlich ein bisschen spritziger als die Fliegenangel. Oh, der haut aber genauso ab. 50 Meter. Jetzt immer noch weiter weg. Jetzt kommt er. Geht aber schneller als mit der Fliege. Auf jeden Fall. Aber die haben wir jetzt auch einen ganz großen Haken gemacht. Nur damit irgendwelche Rekorde schlagen können. Die hängt da jetzt einfach nur so drin. Irgendwelche Wale oder so. Groß. Ah, will er nochmal? Mehr. Waren hier nicht drüben. Nicht wegschwimmen, bleib hier. Er hört nicht, blöder Fisch. Ja, jetzt kommt er. Gib auf. Sowieso in meinen Bratpfanne. Oh, sogar mit Kescher. Das ist circa 1,33 Meter, 12 Kilo. Geht doch. Sehr schön. Ist also doch größer. Was haben wir denn noch so? Das war Kabel, ja. Seeskorpion, Vierhörniger. Tiefroten Barsch hatten wir. Tiefroten. Kabeljau, ja. Lachs. Wo fängt man den Lachs? Tiefrotenbarsch, Seewolf, 24 Kilo. Schleppen. Schleppen.
Ach Gott, ganz klein. 260 Gramm, 60 Zentimeter. Also 25 Kilo. Ja. Ich glaube, wir haben mal die kleine Rolle für die Seerollfaller, ne? Ja, jetzt mal gucken, ob wir da. Hier streift der Seewolf, genau. Hat hier mal einen Toppenwolf. Weg damit. Damit Lachse fangen? Nein. Oh, hier ist auch Kabeljau. Und der Lachs. Also benutzen wir mal den auf 8. Also. Weit wie geht. Langsam das Schleppen. Also wir wollen Lachs kriegen. Das war zu erwarten mit zwei Angeln draußen. Die kleine natürlich. Ah, der wieder, der Seehase. Oh, ein neuer Rekord. Guck mal. Oh, weg damit. Dann gehen wir wieder rein. Ganz schön Stress hier. Und zweiten Ständer. Merangel. Wie gesagt, es beißt aber immer nur einer an. Also pro Angler. Beißt immer nur einer an. Das heißt, man wird nie im Superstress sein, dass jetzt oder eine Entscheidung treffen müssen. Hole ich jetzt den hier rein oder gehe ich eigentlich zu der anderen Angel? Das wird nie passieren, glaube ich. Ich frage mich, ob man da hinten auf die Steine irgendwie drauf kann. Oh, wir haben was mit dem großen Haken jetzt. Dem großen Köder, der so fischmäßig aussieht. Und der Fisch, der verhält sich irgendwie ein bisschen anders. Der rast nicht so schnell weg, oder? Oder doch? Nee, doch nicht so. Kommt jetzt schon wieder näher. Der hat ein anderes Verhalten als die anderen Fische. Gehen wir mal vor und zurück. Oh, hier will er aber weg. Jetzt kommt er wieder ein bisschen ran.
Sonst dreht er wieder um. Also der verhält sich ganz anders als die anderen. Jetzt geht er wieder. Hart gekämpft hier. 60. Jetzt klappt es da eine 60 rum. Vor und zurück. Jetzt kommt er wieder ein bisschen. Also anderes Verhalten als der Kabeljau. Das könnte ein anderer Fisch sein. Definitiv. So, was da rauskommt. Bin mal gespannt. Wahrscheinlich ein Schuh oder so. Der gemeine Grönlandschuh. Oder doch ein Kabeljau? Aus der Entfernung. Jetzt holt er wieder ab. Da war ein 8er Haken reingebissen, also. Der kann jetzt nicht so klein sein. Ja, ich würde mal ganz gern ganz bis da hinten rechts die Küste lang gucken, wie es da aussieht. Welche Bucht haben wir ja jetzt? Ziemlich alles, glaube ich. Hier so rumschwimmt. Ja, das ist ein Kabeljau. Bis auf die ganz kleinen, ne? Nur die vorne rechts, die stehen da fast. Die bewegen sich gar nicht. Fischer, alles gut. 1,32 Meter, 12 Kilo. Ja. Ab dafür. Und soll mal gucken, wie weit wir hier laufen können. So bestimmt gleich. Oh, die verlassen das Angelgebiet. Und die piepen halt zurücklaufen. Ach, guck mal, da ist noch ein Leuchtturm. Oh, da ist eine kleine. Oh, ich muss da hin. Ich muss abbauen. Ups, so. Ziehen um. Unter meine Angeln. Da. Auf diese kleine Insel hoch. Da können wir nämlich alle Richtungen fischen. Ah, super, jetzt hängt man so hin. Jetzt kommt gleich die Verlassung des Angelgebiet. Groß hier zu sein, wenn man sich hinstellen kann. Das ist die Auswahl. Oder ist das gar keine Halbinsel? Doch, guck, haben wir noch. Da haben wir so ein kleines Dorf. Können wir uns den Leuchtturm angucken? Ja, so aufregend wird der. Oh, das war noch ein Kutter. Guck mal. Kann ja mal gucken. Also hier waren wir gestartet. Mit den beiden Fässern da. Die Tanker. Hier haben wir reingehalten. Dann haben wir hier reingehalten. Jetzt sind wir hier. Da ist der Leuchtturm. Da ist ein Kutter. Ich will aber mal kurz auf die Insel rauf. Guck mal, wie hoch die Wellen hier gehen. Das ist ganz anders als am See. Ganz viele kleine Tiefrotbarsche in dem Wasser. Tiefenrotbarsche.
Bemerkung machen? Ja, das ist alles Kabeljau hier, das ist kein einziger Lachs da, man sieht man schon in der Form. Also Lachse können wir glaube ich vergessen. Das hat immer so ein Downtimer, die ist dann glaube ich. Ist das gleiche. Das können wir eigentlich so. Der ist in den Boden reingesprungen. Ja, da gucken wir uns mal den Kutter an. Da gucken wir mal, den drauf können. Und den Kutter mieten. Ich habe mich auch nicht gespoilert oder so, ich sehe das ja auch alles das erste Mal. Aber wir wissen mittlerweile, wenn da ein Boot irgendwo ist, dann kann man da in der Regel auch einsteigen. Wenn wir jetzt so einen Kutter hier haben. So, schick, aber mit Holzkisten. Zug akkurat das Seil. Siehst du? Trolling. Das ist jetzt das Angel hinterherziehen. Trolling basiert auf dem Trolling basiert auf dem Schleppen zur Delphi-Ziehen. Trolling basiert auf dem Schleppen eines Köders hinter dem fahrenden Boot und Fische anzuziehen. Vor allem Raubfische. Lachse. Ich wirf ein oder mehrere Angeln aus und lege sie an den Ständern hinten im Boot ab. Geht danach über zum Steuermodus und steuere das Boot. Wenn ein Fisch anbeißt, während du das Boot steuerst, verändert sich sofort seine Farbe auf dem Radar. Beim Trolling fährst du das Boot langsam, damit die Fische anbeißen können. Du kannst mit Left Shift für kurze Zeit das Boot beschleunigen. Wenn du in den Angelmodus während der Fahrt wechselst, bleibt das Boot im Leerlauf und du kannst zeitgleich fahren und angeln. Aha. Ich nehme mal unsere getreue Kriegsangel. Also wir haben hier 1, 2, 3, 4 Angeln können wir hier raushalten. Eins. Keine Ahnung. Können wir noch die Fliegenangel? Oder Raubfische, wenn ich damit nicht fangen kann. Lass mal die beiden draußen. Achso, die suchen hier. Ich will so ein großes Boot machen. Ich kann hier überall einen fetten Anker hier vorne. Okay, wir haben die Angeln draußen. Also, wenn ich die auf den Ständer lege, dann ist meine Steuerung ein bisschen im Arsch. Was haben wir denn da noch? Ein Radio? Hier kann ich jetzt nicht rein. Wann steuern B? Nein. Okay, gut, ich bin jetzt, hab jetzt die Angeln hinten raus, fahre jetzt. Was passiert? Oh Gott. Keine Ahnung, was hier passiert. Und den hier. Schiff, Boot beschleunigen.
jetzt Alarm, seht ihr, wie die von meinem Boot ausweichen? Siehst, wenn der ab angebissen hat, dann kann man fahren und angeln gleichzeitig.
Raubfische. Ich weiß ja nicht, was das da ist. Und der piept auch nicht hier, der hat seinen Pieper nicht drin. Ich glaube, das ist die falsche. Lass uns mal auf die. Gehen wir dies weg. Und dann hauen wir hier auch mal den Lachsköder dran. Hier Lachs. Und Kabeljau. So, haben wir jetzt beide zweimal den gleichen Köder. Und wir versuchen mal den. Aber auch den Kabeljau, Grönland-Kabeljau. Muss man eher den benutzen. Größe 8. Größe 8, so. Was ist das denn da für ein dickes Ding? Okay, ich schmeiß hier mal rein. Ich denke, wir haben meine Kamera so ein bisschen. Jetzt haben wir zwei verschiedene Köder. Beide Lachs und Kabel, ja. Das soll einfach noch die Fliegenangel-Grafik anzeigen, oder? Warum ist denn hier die Fliegenangel wieder draußen? Ach, ich bin auch ein Idiot. Ja. Weil ich ein Idiot bin, deswegen. So. Nee, ich will die da rein. Da kann ich die so ein bisschen sehen aus dem Blickwinkel. So, jetzt haben die richtig. Ja, Entschuldigung. Übungsunterbrechung, Ausgangslage einnehmen. Nochmal.
Ich habe da so viele schöne Sachen gefunden. Also, wenn die das noch alles einbauen oder wer ist das schon eingebaut und wir haben da einfach neu hingespielt. Sind da Methoden oder Status des Spielers von wegen betrunken oder ne, auf Klo. Was nicht alles. Und, Explosion, also Granaten oder Dynamit werfen, Dynamit fischen wahrscheinlich. Ja, oh, wenn das so alles kommt. Oh Mann, das ist ja irre. Ja, irgendwie. Die fangen wir hier nichts, glaube ich. Muss ja das mal ankommen, wie das tut. Haben jetzt zwei verschiedene Köder. Zwei Angeln. Lachs und auch Kabel, ne? Will ich mal so weit wie möglich ausfahren. Mal da mal zwischendurch. Ich gebe jetzt ein bisschen Gas, ne? Oh, leider zeigt er keine Geschwindigkeit. Oder doch, macht er da in der Mitte auf der, seht ihr die Anzeige auf dem Gerät? Das ist jetzt mit Shift, das ist ohne Shift. Oh, hier ist viel los. Jetzt habe ich natürlich aufs Radar geguckt, war hier irgendwas los. Jetzt geben wir wieder Gas. Tank ist noch halb voll.
wenn du, wenn man angebissen hat, kannst du zwischen dem Angel so ein bisschen hin und her wechseln und gleichzeitig fahren und angeln. Leuchtturm. Gucken wir mal, was unterwegs finden. Das. Also so eine Schule oder Fischschule oder wie man das heißt. Das geht noch mit Schwimmer hier. Aber Schwimmer hinter Boot herziehen, das macht ja auch keinen Sinn. Oder nur mit echten Ködern. Fischköder. Meinten ja Raubfischen vor allem. Da, das, die sollen das rot werden. Das sind ja nur grün blinken. Wo war denn da die Andockstelle? Hast du mich mal gefragt? Vom Hinterlicht. Das hätten sie echt akustisch machen sollen, wenn man dran weiß. So, Ding-Dong, Ding-Dong oder so. Wahrscheinlich hat da schon einer rot geblinkt und ich hab's noch nicht gesehen. Kann man hier auch neben dem Boot. Ist das die Andockstelle? Ja, ne? Ja. Okay. Saftladen. Ich dachte, ihm könnte da fast rein. Oh, ich kann rein, siehst du? Kann ich auch mal gucken. Klappe auf. Kühlschrank mit Bier. Wie gesagt, es gibt einen Betrunkenen. Es gibt Code für betrunken sein und aufs Klo gehen und so. Es gibt auch Tod. Also ich glaube, die haben noch viel, viel vor, die Leute hier. Also gut, wenn man so alle teilweise auch nochmal, wie nennt man sowas, Dead Ends, also dass sie gedacht haben, ja, das bauen wir ein und dann haben sie sich gedacht, naja, ist doch zu kompliziert.
Aber Dynamit fischen, das wäre schon ganz cool. Naja, okay. Ich weiß, vielleicht kommt das ja noch. Ich muss ja erstmal jetzt nachgucken, wie das Trolling funktioniert. Und dann versuchen wir das beim nächsten Mal nochmal, glaube ich. Naja, also.